Normalerweise sagt der Kameramann immer, Unachtung. Ja. Oh, ich mache ein Nudelomelette. Nudelomelette. Also ein Omelett mit Nudeln hört sich seltsam an. Aber ich meine, ich hatte Nudeln da, Speck da, Eier, Avocado. Lasst euch mal überraschen. So, also etwas Speck in die Pfanne geben. Ein Stückchen Butter dazu. Und ich sage das ja immer wieder, also meine Blitzrezepte, meine Feierabend-Blitzrezepte sind ja nicht High-End-Kochkunst, sondern es sind Gerichte, die man jeden Tag einsetzen kann und einfach gut schmecken und eben nicht so lange dauern. Schau mal, gib zu dem Bacon, zu dem Speck, ein paar Pinienkerne. So, und lass die Pinienkerne mit dem Speck so ein bisschen anbrutzeln. Und vielleicht einfach mal so kurz nebenher, wenn ihr keinen Speck wollt, dann lasst den einfach weg. Dann ist es vegetarisch. Schöne Avocado. Einmal halbieren. Kern auch schon der Kopfklick. Mann, hey. Mensch. Herr Henze, das ist ja der Wahnsinn. So. Boah, ist das eine schöne Avocado, hä? Wow. Also, das ist ja immer Glück. Ich habe nicht so viel Glück im Leben. Das, aber heute groß Glück. So, die Pinienkerne haben so ein bisschen Farbe. Schaut mal her, die sind braun. Ja, die sind schön geröstet. Ja, mit dem Bacon und den Pinienkernen. Also, ein bisschen zurückschalten. Dann Eier. Komm. Frische Eier. Frische Eier. Bio-Eier. Oh Gott, die liegen jetzt am Boden. Mit einem Pürierstab mal aufmixen. Ich mache das immer so. Weil dann verbinden die sich besser. So, und jetzt Achtung. Avocado rein. Und dann habe ich hier Nudeln. Und zwar kommen die jetzt in ein Sieb. Und dann kommen hier ein paar Nudeln rein. Es gibt ja Nudelomelett. Okay, also schön trocken machen die Nudeln. Und ein paar Nudeln rein. So. Mittlere Temperatur. Und jetzt kommt hier etwas Käse dazu. Und dann natürlich die Eier. So, und ich lasse es jetzt schön langsam brutzeln. Und das dauert jetzt ein paar Minütchen. Und nicht weglaufen. Okay? Achtung. Was ist denn hier los? So. So eine Lötlampe hat ja jeder zu Hause. Ja? Entweder im Gartenhaus zum Unkraut vernichten oder hier so eine High-End-Version. Schau mal, ich gratiniere das hier oben so ein bisschen, der Käse schmilzt. Das Ganze gart von oben so ein etwas. So etwas. Schwierig Deutsch, weißt du? So, alles klar? Und jetzt? Okay, warte mal. Ah. So, etwas platt drücken und dann kommt das Ganze. Oh, das ist ja schon ein Monsterteil. Warte mal, komm her. Kriege ich das denn auf den Teller hier? Warte mal, nicht weglaufen. Zwei. Ach, das ist die Schublade noch auf. Ist ja ein anstrengender Job heute. Also, nehmt einfach einen großen Teller. Achtung. Die rechte Hand unter die Pfanne. Den Teller so nehmen. Teller auf die Pfanne. Einmal stürzen. Jetzt habe ich das wunderschöne Omelett. Und da könnte man vielleicht innen noch wachsweich. Ein Nudelomelett. Und jetzt, da steht es geschrieben, Christian Henze,
Chili-Soße. So, und wer jetzt meint, irgendwie groß Fresse machen zu müssen und schon wieder Chili-Soße? Ich weiß, meine Mitarbeiter, komm her, Running Gag, der Chef mit seiner Chili-Soße. Aber hier, schaut mal her, Bernd, halt drauf, Feierabend Blitzrezepte Express, Bestseller, zack, na, guck mal, da gibt's die hausgemachte Chili-Soße. So, und dann müsst ihr mal reingucken, die ist auch mit Mango gemacht und schmeckt saumäßig gut. Nudelomelett mit Avocado, bisschen Bacon, nachkochen, schmeckt saugut, vielleicht einen schönen Salat dazu, Gläschen Weißwein, das habe ich im Übrigen auch. Hasta luego, muchachos, ist mein Schlusswort auf euch.